kann es kaum erwarten. Patzi, lachst du mich jetzt aus? Endlich steht der Nachname. Ja, fast schon der erste Streit heute. Ich finde das furchtbar. Frühjahrsputz bei Micha. Ich weiß gar nicht, wie doll kann ich denn putzen? Eigentlich gar nicht. Oh Gott, hör auf. Laura weiß eines sicher. Ich bin null schmerzempfindlich. Schmerzfrei. Ich bin schmerzempfindlich. Und? Au. Au. Willkommen zu Laura und der Wendler. Jetzt wird geheiratet. Wann ist der Wendler ein Mann? Neben mich. Und wann eine Mimose? Schon länger. Heute sollen endlich die lästigen Fäden gezogen werden. Das letzte Mal, dass jemand so viel Mut aufbringen musste, wie Micha hier beim Fäden ziehen, so viel Schmerz und Elend erfahren musste, war vor wenigen Tagen. Freitag heiratet das Paar überraschend in Florida. Wer bezahlt eigentlich den Mitarbeitern des Standesamtes hier in Florida die Delfintherapie? Mein erster Tag als Michas Frau. Ah, ich muss brechen. Und was ist an dem Tag noch so passiert? Ganz exklusive Aufnahmen. Hallo ihr Lieben, zur Feier des Tages sind wir jetzt noch essen. Natürlich mit meiner süßen Tochter. Die Laura. Dann gab es ja bestimmt auch noch abends eine ganz tolle... Oh, ich darf ja, gar nicht dran denken. Also es könnte gleich echt zu einer Ohnmacht kommen. Nein. Doch. Das kommt gar nicht drum. Nee. Ich bin sehr gespannt. Moment, können wir bitte noch mal ganz kurz zurück zum Fäden ziehen? Ich möchte nicht in seiner Rolle stecken, aber ich will dir auch keine Angst machen vor gleich. Ich hätte Angst, aber er ist ja ein starker Mann und wird das aushalten müssen. Ja. Worum geht es jetzt genau? Den Zeitpunkt, wenn Micha seine Aufnahmenprobe hören muss. Ja, so, kann ich mir nochmal die Nase putzen? Die Nase putzen? Ja klar, hier haben wir... Ich weiß gar nicht, wie doll kann ich denn putzen? So richtig Vollgas? Eigentlich gar nicht, aber gut. Oh. Michas großer Wunschtraum, einmal so hell sein wie Matthias Mangiapanes Zähne. Er macht sich viel zu früh an etwas zu schaffen, was eigentlich noch ein bisschen Zeit braucht. Wie bei Laura. Oh Gott, hör auf. Warum? Was kann passieren? Die ist erst frisch operiert. So, wir holen erstmal die Fäden raus. Oh Gott, ich guck mal. Jetzt wird mir schon schlecht. Ja. Allein die Ankündigung. Das kannst du mal nachempfinden, wie es uns damit ging. Ich habe einen neuen Vertrag mit Universal. Der beinhaltet eben ein nagelneues Album. Ich kann es auch nicht sehen. Ich, bin auch ich soll ja was dazu sagen. Am besten Augen schließen und entspannen. Ich kann nicht entspannen. Au. Ich kann sowas nicht sehen. Also ich bin da nicht abgehärtet genug. So geht's Laura mit Michas Nase. Und so geht's uns. Ich kann sowas nicht sehen. Also ich bin, oh Gott, da nicht abgehärtet genug. Ja, wie abgehärtet sind die da? So auf einer Skala von normaler Leber bis zu Claudia Oberts körpereigener Minibar? Nein, also ich bin auch null schmerzempfindlich. Schmerzfrei. Ich bin schmerzempfindlich, so. Ja. Ey. Ich bin auch für sowas nicht zahm. Ich guck schon bei Spritzen, da renne ich schon weg. Laura rennt bei Spritzen schon weg? Sehr gut, denn ganz egal, was der Arzt jetzt mit den Spritzen in der Nähe von Michas Gesicht macht, es dauert keine 5 Minuten mehr und Michaela Schäfer stellt sich aus Gewohnheit hinten an und will auch. Ist so. Tja, kannst nachgoogeln. Eigentlich wollte der Wendler vor Laura stark sein, aber er kann nicht anders. Es ist ja schlimm, ich kann gerade gar nicht sprechen. Ich könnte was singen. Soll der Wendler singen? Ja, viermal nein. Ey, Micha singt doch wie ein Engel. Ist halt ein Engel, der gerade... Toll! Aber immerhin wie ein Engel. Au, oh, das tut weh. Oh Gott. Okay. Au. Also ich würde schon sagen, dass ich sehr schmerzempfindlich bin. Also Kinder kriegen könnte ich nicht. Deshalb hat er die Laura ja auch adoptiert. So penetrant an einem rumschnibbeln, das kennen wir sonst nur beim RTL von den Bachelor-Kandidatinnen. Können wir nochmal reinhören? Also Kinder kriegen könnte ich nicht. Sätze, die wir noch lieber von Laura Müller hören würden. Au, das tat jetzt weh. Au. Stopp, scheiß drauf. Oh Gott, ich brauche mal ein Taschentuch, Schatzi. Für die Augen. Dankeschön. Boah, das ist so schlimm. Wir, wenn es im Dschungelcamp schon wieder keine Konfro gibt, obwohl Elena Miras dabei ist. Er muss lernen, sich fallen zu lassen. Mit Abstürzen kennt er sich doch eigentlich ganz gut aus. Weint der Wendler etwa? Ich bin eher so ein Typ, der schmerzempfindlich ist. Deswegen war das definitiv erstmal die letzte Operation. Auch wenn ich an meinen Körper herunterblicke, dann natürlich noch einiges machen könnte. Erst sagt er, wir erinnern uns, damit die Kasse auch die Kosten übernimmt, er operiert sich aus gesundheitlichen Gründen. Und jetzt nach dem Fädenziehen geht's nur um die Optik. Wow. Tja, ne, so kann man sich täuschen. Wir alle dachten, Micha und Schönheits-OPs, das passt genauso gut zusammen wie Micha von Love Island und die Netflix-Dating-Show Finger weg. Ich kann es kaum erwarten. Oh mein Gott. Oh mein Gott, schlimm oder? Oh mein Gott, wie dumm du bist! Ja, ihr müsst doch mit mir reden.
Also, ich muss mir gleich noch mal richtig anschauen, aber tada! Wahnsinn. Wahnsinn, ne? Mach jetzt nur sauber. Tatsi, lachst du mich jetzt aus? Nein. Quatsch, sie freut sich einfach schon auf die Überraschungstüten bei eurer Hochzeit am Kindertisch. Leute, Laura hat dem Micha natürlich den Spiegel gereicht, weil sie einfach davon ausgeht, dass sie ihm ihre Zwillingsschwester reicht. Na, die soll auch ruhig mal ihre Meinung sagen. Sieht von der Seite wirklich gut aus. Willst du zwei Spieler? Zwei werden super. Ja, sieht wirklich gut aus. Mein Gott. Also das Seitenprofil ist ja echt spektakulär. Ja. Er sieht viel jünger aus, wenn man von der Seite sich anschaut. Michael sieht jetzt so jung aus, das Amt würde ihm seinen Rentenbescheid glatt nochmal ausstellen. Zwei Spiegel oder wie Willi Herren sagen würde, auch mit einer Nasenöffnung zu schaffen. Das stimmt. Je mehr wir jetzt tapen, desto besser wird das Ergebnis und desto eher schwillt alles ab. Was würde denn passieren, wenn ich das nicht machen würde? Die Gefahr wäre, dass die Nase wieder runterfällt, die Nasenspitze. Oh, okay. In dem Bereich, die wird ja auch jetzt dran gedrückt noch. Ja. Der Arzt ist natürlich super verwundert. Ist denn Micha das wirklich egal nach all den Strapazen? Wovor hat er überhaupt Angst? Vor schlechtem Geschmack jedenfalls schon mal nicht, das ist auch klar. Okay, das hört sich alles sehr sinnig an. Schatzi, kannst du mir mein Handy geben? Ich will das auf jeden Fall noch mal ganz kurz jetzt... Fotografieren? Nee, warte, ich mache ein kurzes Video für Instagram. So. Good morning in the morning. Heute wurde die neue Nase enthüllt. Lieber Micha, ich spreche im Namen unserer Community. Ähnlich sympathisch ist nur Emmy von Beauty and the Nerd. Wirklich, klickt mal rein, ich verlinke euch das hier. Jetzt, da beide geheiratet haben, fragen natürlich viele, haben Schatzi und Baby eine gemeinsame Zukunft? Wenn gemeinsame Zukunft bedeutet, dass beide auf dem gleichen Planeten leben, dann ja, sonst nein. Die neue Nase wird nun aber nochmal sorgfältig beklebt. Das gefällt dem Wendler gar nicht. Sieht ja schlimm aus wie vorher. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Jemand sieht nachher schlechter aus als vorher. Wer könnte das denn sein? Ach, guck mal, apropos, ganz herzlichen Glückwunsch zum Einjährigen. Das muss wirklich ein ganz besonderer Wein sein. Ich habe Samstags eine Fernsehproduktion. Okay, ich hoffe, das sind keine sportlichen Betätigungen. Ja, der Blick bedeutet einfach, dass Operationen eigentlich immer aufgeschoben werden müssen. So war es zumindest in der Vergangenheit, weil immer irgendwas Neues war. Was ist jetzt wieder eine neue Fernsehproduktion? Das ist natürlich auch zum Teil eine Spielshow. Es sind ja auch noch mal ein paar Tage. Schatzi. Wenn wir bei jedem Schatzi oder Baby eingetrunken hätten, ich könnte mich morgens immerhin nicht mehr an diesen Quatsch hier erinnern. Der Wendler ärgert sich echt auch über alles mehr, als deine Bücher im Dschungelcamp Sendezeit hatte. Vier Tage später in Hürth bei Köln. Denn sie wissen nicht, was passiert. Mit den drei Giganten Gottschalk, Schöneberger und Jauch. Hier wird Micha schon sehnsüchtig von Olli Pocher erwartet. Schön, dass sich keiner um mich kümmert. Das sind Fernsehlegenden, ne? Deswegen möchte ich nicht gerne mit getapter Nase in den Anarchen dieser Sendung eingehen. Leider kann er dank seiner OP jetzt gar nicht mehr sagen, dass er die Nase vorn hat. Achtung, Verwechslungsgefahr. Der Wendler schreibt mir diese Showgeschichte und Laura schreibt auch Geschichte. Allerdings dann morgen um 8.30 Uhr. Viel Erfolg. Die neue Nase kann dann sogar verrutschen. Kaum auszudenken, wie der Wendler dann aussieht. Außerdem wäre dann die gesamte OP umsonst gewesen. Sekunde, war sie das nicht schon, weil RTL das Ganze bezahlt hat? Wir müssen jetzt einmal ins Studio. Oh, Entschuldigung. Laura kann hierbleiben oder nur wir? Laura kann hierbleiben. Wir haben eine Kinderbetreuung organisiert. Freut euch aufeinander? Ja, wir sind total happy. Zum Glück ist eine Kinderbetreuung da. Sonst würde Laura wieder so komische Sachen malen, die wirklich keiner sehen will. Aber ich freue mich natürlich, dass der Oliver Pocher da ist. Dann müssen wir den Wendler ja gar nicht mehr kommentieren. Perfekt. Wie ist die Nase geworden? Also erstmal nennt ihr meinen Freund Michael nicht die Nase. Ist er Kokser oder was? Oder warum heißt er jetzt die Nase? Wenn ihr jetzt Menowin die Nase nennt, dann ist es okay. Sieht sehr gut aus. Ich finde gar nicht, dass man großartig sieht, dass das gemacht worden ist. Ne? Also ich finde das schon gut. Weil manche übertreiben es dann auch. Carinas Lippen haben die Gruppe verlassen. Was kommt als nächstes? Sagt Oliver Pochers Frau gleich noch, der Wendler habe sich Gedanken über die Wirkung seiner OP gemacht. Gut, wobei im Gegensatz zu Laura sind wir natürlich alle Denker. Ich sehe es ein bisschen kritisch. Ich bin zu schon diversen Promi-Hochzeiten eingeladen worden. Also von Sarah Connor bis irgendwie Gülcan oder so. Ich finde das furchtbar, vor der Kamera zu heiraten. Okay. Wenn ich da hinkommen würde, wäre es eine klare Funktion, die in irgendeiner Art und Weise mit RTL zu tun hätte. Wobei Olli ja auch bemängelt hat, dass Micha so früh "Ich liebe dich" gesagt hat. Das war wirklich nach wenigen Tagen. Ich stimme zu, sogar Männer, die eine Aufenthaltsgenehmigung brauchen, lassen sich mehr Zeit. Ja, zum Beispiel so wie als Society Adel.
Hochzeitsexperte. Ich wollte schon immer mal, wie so bei einer royalen Hochzeit so. Und hier kommt sie jetzt in einem Traum von Pimki und H&M. Hier fährt sie jetzt gerade vor. Das ist die Mutter. Das ist die Mutter. Oder ist es eine Insolvenzverwalterin? Wir können es nicht genau erkennen, aber sie kommt jetzt hier vorbeigefahren. So, wenn man das so ein bisschen begleitet und auch humoristisch spricht, glaube ich, dann könnte ich mir das ganz gut vorstellen. Oliver Pocher will die Hochzeit lustig kommentieren. Aber dafür sind wir doch da, oder? Naja, wobei. Na, Ollis Kommentar und die Weltlerhochzeit, das passt genauso gut wie Schwanensee, wenn der Bachelor einen Auftritt hat. Also es, ja. wir laden ja, uns keine Turnhalle voller Menschen, die wir nicht kennen, ein. Wir haben uns dazu entschlossen, ganz besondere Menschen einzuladen. Und RTL. Wirklich beeindruckend, wie lange Laura ihre drei Gedanken ordnen kann. Offenbar hat sie schon wieder vergessen, dass TV-Kameras dabei sind. Wow. Weil ja, es auch ein ganz besonderer Anlass ist. Man hat lieber weniger Menschen um sich herum, aber die sind wirklich in deinem Herzen, anstatt ganz viele Menschen, die es einfach nur, die nur nett zu dir sind, um auf der Hochzeit gewesen zu sein. Die beiden schaffen es selbst beim RTL IQ-technisch negativ aufzufallen. Man darf nicht unterschätzen, was für eine unfassbare Leistung das ist. Das Einzige, was uns ein bisschen geil gemacht hat, war, er hat von einer Junggesellenfeier irgendwie gesprochen in Las Vegas. Das einzige Problem, wenn Michael Wendler heiratet, ist wahrscheinlich, müssen wir die Rechnung selber bezahlen. Ja. Und Therapeuten nehmen heutzutage richtig viel Geld. Bei Laura heißt natürlich der Junggesellenabschied Konfirmation. Bist du mit dem Handy direkt hier? Hat Laura gerade. Ach so, die macht mein erstes Posting. Mein erster Werbevertrag. Oh. Smile Secret. Oh, oh Gott. Oh Gott. Ich kann das ja nicht, ne? Und Laura, du machst das ja so in 3 Sekunden, ne? 100% meine Eltern über mich, wenn es irgendwie um Internetsachen geht. Wie bei Micha und Laura ist es ja nach ihren Playboy-Fotos gewohnt, billige Preise zu verlangen. Ja, fast schon der erste Streit heute. Weil ich andere Ideen hatte als sie. Was wolltest du? Wie wolltest du? Ja, so ehrlich halt, ne? Und sie hat gesagt, so macht man das nicht. Das ist ja das Schlimme und deswegen ist es ja so beschissen. Michael wollte die Werbung ehrlich machen. Für kein Geld der Welt. Anfänger. Apropos Werbung, ich verlinke euch natürlich meinen Instagram-Account unten in der Beschreibung. Olli, wenn du dich ernsthaft mit jemandem über Argumente austauschen möchtest, dann bist du bei Laura und der Wendler eindeutig in der falschen Sendung. Wie ist das mit eurem Namen? Wie macht ihr das? Es bleibt unter uns. Das wissen wir noch nicht. Wir müssen rüber, komm. Das wissen wir noch nicht. Das steht alles noch in den Sternen. Ey, Wendlers Nase wächst länger als... Lassen wir das. Ach, in der Zwischenzeit ist das ja glücklicherweise schon geklärt. Wir sehen es hier bei Instagram. Laura Norberg. Oh, wow. Lauras Respekt ist genauso groß wie Michaels neue, kleinoperierte Nase. Es ist eben kompliziert. Schließlich trägt Micha seit der Hochzeit mit Claudia ihren Nachnamen. Also Norberg. Ich bin auch vielleicht von der alten Schule oder alten Klasse. Ich mag das, den Namen des Mannes anzunehmen. Und ich möchte nicht anders heißen als meine Tochter. Michael will nicht anders heißen als seine Tochter, also heißt er dann Müller. Die einen sagen, sie ist eine Liebende, wir sagen... Schlange. Dass nun auch Laura Norberg heißen soll, findet die Ex natürlich doof. Ich bin meiner Mutter schuldig und meinem Bruder, einfach für diesen Namen zu kämpfen. Kannst du Claudia ein bisschen verstehen? Ich habe das Gefühl, er versteht Claudia genauso wie die Tatsache, dass bei Ben Hur hinten ein E fehlt. Oliver ist ja generell skeptisch, was die Hochzeit angeht. Wir werden auf jeden Fall in den USA heiraten. Oh. Ob das jetzt am 2.8. ist oder am 2.9. Das mag noch mal dahingestellt sein. Genau, da bin ich schon flexibel. Im Moment ist ja auch in Las Vegas ein Shutdown. Die Hotels und Spielcasinos, die haben überhaupt keine Türschlösser. Weil es einfach nicht vorgesehen ist, dass dort jemals der Betrieb eingestellt ist oder dass man die Tür abschließen müsste. Geöffnete Hintertürchen gibt es ja sonst nur bei Benjamin Boyce. 24 Stunden Leuten Geld aus der Tasche ziehen. Oder wir wissen, wie es auch heißt, das Leben dieser Arbeitslosen mit Smartphone, auch genannt Content Creator. Schmerzen hin oder her, es sind die letzten Minuten vor dem großen Auftritt in der Live-Show. Michael Wendler! Oh mein Gott! Es gibt ihn also wirklich. Es gibt ihn wirklich. Der Wendler lebt. Und wer weiß, vielleicht reicht ihm ja hier dieses Leben im Rampenlicht. Und ganz vielleicht machen sie die Trauung dann auch intim auf dem Finanzamt. Standesamt. Also nur auf dem Standesamt. Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Abo mit Glocke da und gebt mir einen Daumen nach oben. Was sagt ihr dazu, dass Laura jetzt auch Norberg heißt? Wenn ihr sagt, geht gar nicht, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Wenn ihr es gut findet, bin ich sehr auf euren Kommentar gespannt. Michael Wendlers Mama hat überhaupt keinen Bock auf Laura und das sehen wir hier. Was kann die denn schon groß machen, außer sich ausziehen? Achso, und 1 Million Schulden hat er auch noch. Für alle, die Trash lieben, Beauty and the Nerd. Das war cringe pur. Sowas habe ich noch nie gesehen. Klickt rein. Viel Spaß mit allen. Und bis ganz bald. Ciao.